Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Sakti Prime Build zeigen und wir legen einmal los. Dieser Build benötigt kein Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben plus 120% Multishot, plus 60% Fire Rate, plus 60% Multishot, plus 60% Electricity, plus 60% Statuschance, plus 220% Damage, plus 60% Toxin, plus 60% Statuschance. Durch Toxin und Electricity kriegen wir dann Corrosive Damage. Dann haben wir plus 60% Hitzeschaden, plus 60% Statuschance, nochmal plus 90% Electricity und zu guter Letzt nochmal plus 90% Schaden. Warum ich die Waffe nicht auf Crit ausgebaut habe, sieht man wahrscheinlich an den Stats hier sehr einfach, denn wir haben nur eine Crit-Chance von 8% und einen Crit-Multiplier von 1,8. Da macht es keinen Sinn, die Waffe irgendwie auch nur ansatzweise auf Crit auszubauen. Dafür haben wir einen Statuswert jetzt von 117,6% mit einem Hitzeschaden von 73,8, Corrosive Damage von 258,3. Was ist das Besondere an der Waffe? Die Waffe verschießt nicht einfach nur normale Patronen, sondern wenn wir jetzt mal zum Beispiel hier auf den Boden schießen, seht ihr schon, die Patrone explodiert und es gibt eine Giftgaswolke einmal drumherum, die den Gegnern, alle, die im Umkreis sind, auch noch Schaden zufügt. Wenn wir jetzt einfach mal den hintersten Gegner, der so mittig steht, damit beschießen und die Wolke die Arbeit machen lassen, seht ihr schon, was der Gegner an Schaden bekommt, also alle Gegner, die drumherum sind, einfach nur durch die Explosion. Wenn man jetzt mal überlegt, die Gegner waren jetzt alle Level 100 und wurden mit der Pistole einfach easy peasy gekillt, ohne große Probleme gehabt zu haben, würde ich sagen, spricht für sich. Das war auch schon der ganze Build. Ich zeige euch nochmal die Übersicht der Mods und dann könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Bild dafür aussieht. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like oder auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.